Guten Morgen, bitte rüsten Sie den Zug auf und lassen Sie die Fahrgäste hier in Nürnberg Hauptbahnhof einsteigen, bevor Sie um 9.38 Uhr abfahren. Die Fahrt durch das Tal sollte heute reibungslos verlaufen, da keine Störungen auf der Strecke gemeldet wurden. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Train Simulator 2022 oder auch Classic genannt. Mit mir zusammen, ich bin der Danny Spitters. Wir werden heute ein wenig mit der neuen Baureihe 612 auf der neuen Strecke Pegnitztalbahn Nürnberg-Bayreuth fahren, die am vergangenen Donnerstag erschienen ist. Und damit herzlich willkommen. Ich würde sagen, wir starten. Müssen natürlich als erstes die Zugsicherungssysteme aktivieren, als wären sie fahren. Diese aktivieren wir mit Shift Num Enter. Und die PZB aktivieren wir mit Steuerung Num Enter. So, die hat sich soweit aktiviert. Dann können wir den Fahrtrichtungswender nach vorne verlegen. Können das soweit machen, dann können wir hier das Licht einstellen, die Power einschalten. Das war nämlich gerade mein Fehler, ich kam vorhin nicht vom Fleck. So, doch, jetzt sind wir abfahrbereit. Mehr müssen wir, glaube ich, gar nicht tun. Können uns noch ein wenig draußen umsehen, die Bremse vielleicht schon mal etwas lösen, die nicht mehr ganz so angezogen ist. So. Natürlich müssen wir noch, ihr seht's, die Zugspitzensignale einstellen. Zack, da haben wir's. Können wir mal ein wenig den Zug ansehen, würde ich sagen. Und die Türen öffnen, um Gottes Willen. Ja, ihr seht's, da steht's. RE30 Bayreuth Hauptbahnhof. Ja, meinen Sie, wenn ich hier durch den Gang gehen? Es scheint die Klimaanlage oder sowas an zu sein. Oder Heizung, weiß es nicht genau. So, ist der andere Führerstand. Wir sind heute unterwegs im Dreiergespann, wie ihr seht. Und der dritte Teil fährt nach Hof. Das ist dann der RE31. Ich denke, der Nürnberger Hauptbahnhof sollte euch jetzt bekannt sein, weil den gibt es ja schon etwas länger beim TSC. Ja. Mehr gibt es ja eigentlich gar nicht zu sagen. Wir haben Abfahrt um 9 Uhr. 38, das ist nicht mal allzu lange hin. Unsere Stationen sind dann Neuhaus, Pegnitz, Pegnitz Bahnsteig 1. Warum wir es zweimal haben? Ah, wir sollen nur abkuppeln, so wie ich das sehe. Jetzt verstehe ich es. Ja, deswegen fährt der andere auch nach Hof, genau. Dann fahren wir weiter nach Schnabelwald. Es steht da wirklich. Dann fahren wir weiter nach Kreuzen und schließlich Bayreuth, den wir um 10.38 Uhr erreichen werden. So, wir schließen die Türen. Unpünktlichkeitsstrafe. Okay, lassen wir das mal so dahingestellt. So, dann schalten wir langsam auf. So, wir können uns befreien. Die Leistung noch ein wenig erhöhen. Wir dürfen immerhin 40. Werden. Ah, mit Enter, ja toll. Super, mega. Entschuldigung, das wusste ich jetzt nicht. Ich dachte mit dem mit der Leertaste wurde ich eines Besseren belehrt. Na gut, aller Anfang ist schwer. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht allzu übel.
40. Also mit Enter drückt man die SIFA. Das ist mir jetzt auch neu. Aber es ist halt so. Tatsächlich die Enter-Taste. Nicht die Num-Enter-Taste, sondern die ganz normale Enter-Taste ist dafür vorgesehen. So, wir dürfen schneller fahren. Bisher. Dann schlängeln wir uns hier so langsam aus dem Nürnberger Hauptbahnhof raus. Übrigens, wenn ihr ein Gamepad habt, also wenn ihr mit Controller spielt, könnt ihr die SIFA auch mit der A-Taste drücken, wie ihr da bei mir sehen könnt. Also das wäre auch eine Möglichkeit. So, dann dürfen wir gleich 90. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich die ganze Strecke fahren werde, weil das anscheinend doch ganz schön lang ist, wie ich das so sehe. Weil wir fahren immerhin eine Stunde bis Bayreuth. Also weiß ich noch nicht, ob wir die ganze Strecke fahren werden. So langsam werden wir dann auch gleich schneller. 100, 110, 140. Fahren wir noch durch die... Vororte von Nürnberg, Nürnberg Ost, Nürnberg Erlenstetten. Ich hoffe ja, dass wir noch ein bisschen von der Neigetechnik zu spüren bekommen. Wäre natürlich mega. Also es ist wirklich ungewohnt, dass die SIFA nicht mit der Leertaste, sondern mit der Enter-Taste gedrückt wird. Oder halt am Gamepad mit dem A-Knopf. Muss man sich echt dran gewöhnen. So, wir dürfen 80. So, gleich 110. Beschleunigen wieder. So, so langsam kommen wir dann in die... Da steht der Gegenzug. Wunderbar. Schaut euch das mal an. Wunderschön. So, 140. Ich denke, ich mache jetzt erstmal so ein kurzes Video, um euch einfach mal die Strecke zu zeigen und den Zug vor allem und schauen wir mal so, ob wir wirklich ein ganzes Szenario fahren, weil wie gesagt, das ist ziemlich lang, eine ganze Stunde. Und das Video würde dann an sich über eine Stunde gehen, weil er der ganze Vorkram und das wird ja auch noch mitberechnet in die Aufnahme.
Wir haben ja jetzt bis zum ersten Haltepunkt schon über 40 Kilometer, fast 50. Und daher weiß ich nicht genau, ob wir die ganze Strecke fahren. Wenn man sich die Abstände mal so anguckt. Okay, bis Pegnitz geht dann. Das ist dann nicht mehr ganz so weit. Das ist natürlich. Vielleicht, eventuell fahren wir bis zum Abkuppeln. Nur 26. Ah, ich. Schauen wir mal, wie lange das die Aufnahme dauert. Wie lange das hier wird. So, nächste Station. Durch die wir fahren, Beringer Hof oder Beringersdorf. Ich bin schon fast zu schnell gefahren hier. Das gibt ja im Karrieremodus sofort Abzug. Das wollen wir natürlich nicht. So, Rückersdorf kommt dann als nächstes. Ein bisschen Leistung aufschalten, damit wir hier nicht stehen bleiben. Siefer natürlich drücken. Kommt wieder ein Zug, Gegenzug. Also das mit der Leistung aufschalten und so, das ist wirklich Fingerspitzengefühl, dass man da nicht zu viel aufschaltet, dass man ruckzuck über die Geschwindigkeitsbeschränkung drüber weg und dann wird es natürlich kritisch. Also wie gesagt, die Siefer kann man auch ganz einfach mit dem Gamepad, mit dem A-Knopf wegdrücken. Geht ganz easy, also es funktioniert auf jeden Fall. Dann brauchst du nicht immer die Enter-Taste drücken. Das ist natürlich ein Vorteil. So, Ludwigshöhe werden wir als nächstes durchfahren. Also wie gesagt, man muss da wirklich aufpassen, dass man da nicht zu schnell wird. Es ruckzuck passiert. Seht ihr da oben die Wolken? Auch irgendwie komisch, oder? Ganz, ganz komisch. Noch 130, heißt, wir können schon mal ein bisschen zurückrollen lassen hier. So. Lauf wäre jetzt dieser Bahnhof hier. Jetzt ein kurzes Stück 130 und dann dürfen wir wieder 140. Oh, Neigetechnik. Seht euch das an. Wie mega geil ist das? Richtig schön. So, jetzt können wir wieder aufschalten. Aufschließen wollte ich schon sagen. Wunderschön. Wunderschön. Man muss bei den ganzen Außenaufnahmen bzw. Außen immer darauf aufpassen,
dass man natürlich die Sicherheit nicht aus den Augen verliert. Weil anders als in TSW macht die sich im TSC nicht immer draußen bemerkbar. Das heißt, man kriegt es draußen nicht mit, wenn sie sich, wenn die aktiv ist. Und das ist natürlich dann ganz fatal. So, Neunkirchen am Sand, oder wie heißt der Ort? Kennt sich da jemand aus? Wie wird er ausgesprochen? Am Sand, an Sand oder wie? Auf dem Sand? Nee. Neunkirchen am Sand, oder? Ich sage jetzt einfach mal ja. Bin mir nicht sicher, ihr könnt euch gerne da... Ihr könnt mich gerne berichtigen, aber ich sage einfach mal am Sand. So, 30 Kilometer noch bis zum ersten Halt. In Neuhaus. Nur schade, dass hier so wenig KI-Verkehr kommt. Bis jetzt zweimal der Gegenzug praktisch ist entgegengekommen, aber ansonsten war hier noch gar nichts. Ist ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Schön. So, Reichenschwand. Das sind alles Orte, die habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Muss ich wirklich sagen. Klar, Nürnberg, Bayreuth sagt mir was, aber Hof und so, klar, alles kein Thema, aber hier so diese kleinen Orte, die hier so ankommen, Reichenschwand, noch nie in meinem Leben gehört. Das sind alles Orte, davon wusste ich gar nicht, dass die überhaupt existieren. So, gute 10 Minuten noch, dann sind wir schon, sollen wir schon am ersten Bahnhof sein. Gucken, ob das alles so hinhaut, von der Zeit her. 26 Kilometer noch. Im Moment passt es ja noch, das sind wir sogar 4 Minuten früher als geplant da. Das ist natürlich immer sehr, sehr schön, wenn der Zug früher kommt als zu spät. Übrigens, ich weiß nicht, ob ihr es schon mitbekommen habt. Es gibt da jetzt für die Bahn ein neues, einen neuen Ton. Also diese, ich weiß nicht, wenn ihr im Bahn, ach, im Fernsehen mal öfter diese Werbung für Bahnfahren gezeigt wird, dann kommt ja zum Schluss immer diese Melodie, dieses, ich weiß nicht, ob ihr es jetzt richtig gemacht habt, das haben sie jetzt ein bisschen abgeändert, abgedatet, wenn man das so sagen kann. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Melodie mit reingebracht und ich habe letztens im Radio gehört, da fehlt noch ein ganz entscheidender Teil drin. Bitte, bitte. Dieser Zug kommt heute leider 20 Minuten später. Also das haben sie so ein bisschen aufgepimpt. Fand ich ganz passend. Oh, wir müssen langsamer werden. Um Gottes Willen. Jetzt ist es aber gleich. So, ein bisschen schneller werden wieder. Hersbrück durchfahren wir. Gerade durch die Laberei wieder die Geschwindigkeitsbegrenzung aus den Augen verloren. Prompt wurde ich um 10 Punkte bestraft. Naja, eigene Schuld. Erstmal wieder ein ganzes Stück aufschalten.
So, gleich 120. Ich denke mal, bis Pignitz fahren wir noch, damit wir wenigstens den Kuppelvorgang noch sehen können. Beziehungsweise Abkuppelvorgang. Und ich denke, dass ich das dann da beenden werde. Aufschalten bringt jetzt auch nicht mehr viel, weil wie gesagt, wir gleich auf 120 beschränkt werden. Und da der Gegenzug steht. So, nächste Station wäre dann, durch die wir fahren, ist Hohenstatt. Wie gesagt, das sind alles Orte, die mir nichts sagen. Überhaupt nicht. Einfach nur mega, oder? Einfach nur wunderschön aus. So, noch 18 Kilometer bis Neuhaus. Von dort aus sind es dann noch, ja. Nicht ganz 20 Kilometer bis Pegnitz. Ja, da wollte ich mal eben schauen, können wir uns eigentlich auch in dem Passagieransicht schalten? Ja, geil. Da hinten ist die Kinderecke. Ist leider sehr eingeschränkt. Leider sehr eingeschränkt. Zieht sich natürlich wie Kaugummi die Strecke. Geht's wieder ein bisschen bergauf hier. Aber das entschädigt für alles, oder? Das entschädigt für alles. Wunderschön. Schaut euch das einfach nur an. Ist doch mega geil. So, 110. Dann kommt der nächste Bahnhof, durch den wir fahren. Forra. Dann ist es auch nicht mal allzu weit bis Neuhaus. Dann sind es noch gut 17 Kilometer bis Pegnitz.
Also entweder der wird zu langsam oder der wird zu schnell. Das ist wirklich nicht einfach. Das kann ich euch auf jeden Fall schon mal sagen. So, wenn wir Forra dann durchfahren haben, sind es noch 10 Kilometer. Oh, es kommt zum ersten Mal ein Tunnel. Wunderbar. Ziemlich trostlos, ne? Irgendwie so, weiß ich nicht. Es passiert nicht wirklich was. Kein KI-Verkehr, kein vernünftiger. Es ist ein bisschen trostlos irgendwie, das Szenario. Gut, ist halt ein DTG-Karriere-Szenario. Sind an sich immer so ein bisschen, naja, ihr wisst, was ich sagen möchte. So, nächste Station wäre dann Ruprechtstegen. Meine Güte, was für ein Name. In welchem Leben nicht drauf gekommen, dass es die Städte überhaupt gibt. Nie im Leben. Ruprechtstegen, auch nicht schlecht. Also es ist Wahnsinn. So, langsam nähern wir uns dann unserem ersten Haltepunkt. Sonst kommen die ganzen Tunnel hier. Einen nach dem anderen. So, da kommt noch Felden. Danach denke ich, dann kommt Neuhaus. Weil, wie gesagt, ist nicht mehr allzu viel Wegstrecke bis dahin. Von daher denke ich, dass das kurz danach dann auch kommen wird. Lass uns jetzt mal hier so ein bisschen dahin rollen, weil wir gleich auf 100 beschränkt sind oder werden. Und da lohnt es sich jetzt nicht großartig aufzuschalten. Kommt wahrscheinlich eh zu spät, so wie ich das sehe. Aber das ist dann erstmal so, ist dann Nebensache. Wieder ein Gegenzug, Doppeltraktion. So.
So, Stand jetzt sind wir noch pünktlich, aber das wird sich in der nächsten Sekunde ändern. Zack, da ist es schon passiert. Eine Minute haben wir noch. 2 Minuten haben wir noch. So. 2 Kilometer. Es wird verdammt eng. Schneller zu, da dürfen wir auch nicht. Nun denn, selbst wenn es so ist, ist mir das dann auch relativ, weil, wie gesagt, es geht erstmal darum, um euch überhaupt die Strecke zu zeigen, den Zug zu zeigen und das jetzt unbedingt hier in aller Pünktlichkeit zu schaffen, ist jetzt auch nicht unbedingt mein Bestreben. Das kann ich irgendwann mal machen, wenn ich Lust dazu habe. Im Moment ist es mir eigentlich relativ egal. Wichtig ist, dass wir jetzt erstmal hier in Neuhaus zum Stehen kommen und dann fahren wir weiter nach Pegnitz, dort den Kuppelvorgang zu erleben. Aber ich denke, ich werde das Video splitten, also in 2 Teile packen, sonst wird das einfach zu lange. So, da wären wir schon. Könnten wir vielleicht sogar doch noch pünktlich schaffen. Wenn wir jetzt einigermaßen schnell zum Stehen kommen. Ah, nicht ganz. Aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. So, da werden wir auf jeden Fall in Pegnitz und ach, in Neuhaus, Entschuldigung. Aber ich würde sagen, wir packen das in 2 Teile. Ihr seht mich dann weiter, wie wir weiterfahren, oder ihr hört mich weiter, wie wir weiterfahren bis nach Pegnitz. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Euer der Dennis spielt das. Wenn es euch bisher gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bis gleich, macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Ja, ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Train Simulator 2022. Die Danny spielt das. Wir sind immer noch mit unserem Zug hier auf dem Weg von Nürnberg nach Bayreuth und würde sagen, wir fahren einfach weiter. Warum habe ich denn den, ach. Was ist denn jetzt los hier? So. Jetzt aber. Immer noch mit unserem Zug der Baureihe 612 unterwegs auf der Strecke Nürnberg-Bayreuth, Pegnitztalbahn und haben jetzt hier ein Neuhaus gehalten, haben den leider nicht ganz pünktlich erreicht. Aber nichtsdestotrotz fahren wir weiter bis nach Pegnitz. Dort sollen wir ein Zugteil abkuppeln und das werden wir uns auf jeden Fall noch ansehen. So, wir dürfen jetzt erstmal nicht schneller als 90. Das wird sich aber gleich relativieren auf 100. So, und ich würde sagen, von Pegnitz aus, wenn wir das dann erledigt haben, die anderen Orte machen wir dann eventuell in einem neuen Video. Schnabelwald, Kreußen und Bayreuth. Wir haben auch schon ein paar Karrierepunkte eingebüßt.
am Anfang durch, weil ich nicht wusste, wie die SIFA gedrückt wird. Dann waren wir, glaube ich, einmal zu schnell, das hat uns 10 Punkte gekostet. Dann haben wir vorhin beim Anhalten die Notbremse versehentlich eingestellt, das wurden dann direkt auch nochmal Punkte abgezogen. Dann wurden uns Punkte abgezogen, weil wir nicht pünktlich waren in Neujahrs und. Ihr kennt das. Wir sind ja immer sehr, sehr pingelig. Aber nichtsdestotrotz möchte ich euch trotzdem zeigen, wie das hier alles so vonstatten geht, wie die Strecke ist, wie der Zug ist und natürlich gleich den Kupplungsvorgang in Pegnitz, weil wir haben nämlich den dritten Zugteil hinten dran, der fährt nämlich ganz woanders hin. Ein anderes Ziel, und zwar hat der Hof als Ziel im Zugzielanzeiger und ist dann der RE31 und wir fahren den RE30 von Nürnberg nach Bayreuth. Während der RE31 von Nürnberg nach Hof fährt und deswegen müssen wir den in Pegnitz abkuppeln. Und, das werden wir uns gleich auf jeden Fall anschauen. Wunderschön. Wunderschön. Einfach nur traumhaft. Weil ich hier gerade noch rechtzeitig drehen kann. Himmels Willen. Das meine ich nämlich. Ich habe es im Anfang des ersten Videos schon gesagt. Wenn man in der Außenansicht ist, bekommt man die SIFA nicht mit. Also man muss da wirklich die SIFA drücken, rausgehen, gucken, eventuell einen Screenshot machen und sofort wieder rein, weil sonst man bekommt es einfach sonst nicht mit. Ihr habt es gesehen. Draußen wird das nicht zu hören sein oder ist das nicht zu hören. Das ist ein Nachteil, finde ich. Das ist beim TSW besser. Aber das ist nur meine Meinung. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, aber das ist wirklich ein ganz, ganz großer Nachteil. So. 10.17 Uhr sind wir da, 10.18 Uhr sollen wir da sein. Schauen wir mal, ob das klappt. Müssen natürlich immer wieder mal die Leistung verringern, weil wir sonst zu schnell werden. Durch Gefälle und so weiter. Zwischendurch immer wieder die SIFA drücken. Übrigens, ihr könnt das einmal mit der Tastatur, mit der Taste Enter, also mit der ganz normalen Enter-Taste erledigen. Oder wenn ihr ein Gamepad habt und damit spielt, könnt ihr das mit der Taste A erledigen. Das bleibt natürlich euch überlassen, wie ihr das handhabt. Ich persönlich spiele ja mit dem Gamepad und finde das mit der Taste A gemütlicher, um das mal ganz ehrlich zu sagen, weil den habe ich eh in der Hand und drücke dann einfach auf A und das Thema hat sich. BZB ganz normal, entfernen und so weiter in Ende und Bild. Hat sich nicht geändert. Was sich geändert hat, ist, wie man die ganzen Zugsicherungssysteme aktiviert. Die SIFA aktiviert man mit der Shift-Num-Enter-Taste und die PZB aktiviert man mit der Steuerung-Num-Enter-Taste. Also ich habe am Anfang auch versucht mit Shift 8 und Shift 7. Nein, funktioniert nicht. So, 7 Kilometer noch. Dann sind wir in Pegnitz. Daher auch der Name Pegnitz-Talbahn. Ein bisschen Geschwindigkeit drauf kriegen hier, sonst wird es nichts. Jetzt sind wir nämlich schon wieder. Ja gut, wir sind noch voll immer im Soll, aber die Sekunden laufen natürlich nach unten, nach oben. Und
sind immerhin noch 6 Kilometer zu fahren. Also das kann wieder sehr, sehr knapp werden mit der Ankunftszeit. Und zu schnell dürfen wir ja auch nicht fahren. Es gibt ja dann auch wieder Punktabzug. Das ist immer so eine Gratwanderung. In dem Karriereszenario ist das wirklich Fingerspitzengefühl. Da das Szenario hin pünktlich und so weiter ohne Punktabzug hinzubekommen, das ist wirklich nicht einfach. Nicht immer einfach. Aber in diesem speziellen Fall könnte es klappen. 30 Sekunden haben wir noch. Für 4,5 Kilometer. Es wird echt scheiße knapp. Sorry, aber es ist so. So. Ich bin mal gespannt, wie das gleich abläuft. Die Zeit läuft unerbittlich voran. Jetzt sind wir schon bei 10.18 Uhr und 43 Sekunden. Und haben noch über 2,5 Kilometer zu fahren. Das wird wieder verdammt knapp. So, jetzt haben wir noch genau 2 Minuten. Nicht mal mehr. Wenn wir jetzt noch irgendwie eine Zwangsbremsung kriegen durch SIFA, ist sowieso alles vorbei. Aber ich denke mal, das wird wieder so eine ganz enge Kiste, dass wir da wieder 1, 2, 3 Sekunden drüber sind. Und schon sind wir im Unpünktlichkeitsbereich. So, jetzt geht's los. 51. Oh Mann, das wird eng. Das wird eng, das wird eng, Leute. Ist wieder die Frage, wann fangen wir an zu bremsen? Nicht zu viel. Aber auch nicht zu wenig. Oh, es ist. Wenn wir zu viel, dann sind wir zu langsam. Dann wird es zu spät. Und wenn wir zu viel, zu wenig, dann laut sausen wir über das über den Bordlauf drüber weg. Aber ich denke, das geht sich aus. 48, wir haben wieder ein bisschen Zeit gut gemacht. So, ein bisschen Strecke haben wir noch. Sieht gut aus. Diesmal kommen wir pünktlich an. Sehr pünktlich sogar. Das ist doch schön. Halt doch an, Mensch. So, öffne die Türen und dann schauen wir mal, was passiert. Schauen wir uns erstmal draußen um. Pünktlich sind wir auf jeden Fall. Haben zwar ein bisschen den Bahnsteig verpasst, aber ja. Das ist auch wirklich nicht einfach zu bremsen, muss ich ehrlich sagen. So, das ist ja also Pegnitz. Ist jetzt kein besonderer Ort. Ich hätte gedacht, das wäre irgendwie ein großer Bahnhof, aber naja. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Okay, bitte kuppeln Sie die hinteren 2 Einheiten von Ihrem Zug ab, da diese nach Hof fahren werden. Fahren Sie anschließend weiter nach Schnabelwald. Weit. Gut, dann machen wir das. Werden vorher natürlich speichern. So, die hinteren beiden. Das ist Bayreuth. Der fährt nach Hof. Gut, dann müssen wir hier mal kuppeln. So, das ist der Anfang. Oh Mann, ey.
612 068. Tja, welcher ist das denn jetzt, verdammt? Ja, leck mich doch am Arsch. Welcher ist das denn? Ja, hat funktioniert. So, dann können wir weiterfahren, würde ich sagen. Speichern nochmal ab. Können wir ja noch bis Schnabelwald weiterfahren. Löse die Bremse. Und schalten wieder auf. Wir haben alles richtig gemacht. Wunderbar. Wunderbar, das hat funktioniert. So. Wir könnten ja eigentlich jetzt auch bis Bayreuth fahren, ne? Oder? So, nächste Station, Schnabelwald. Der ist jetzt auch nicht mehr so weit weg. 7 Kilometer, das geht ja noch. Kreuzen wäre dann, wo ist das denn? 12? Gut, bis wir da sind auch wieder 7 Kilometer weg. Und bis Bayreuth sind es dann 25 minus 12, ja. Also ich denke, bis Bayreuth können wir doch fahren, dann kann ich euch doch die ganze Strecke zeigen. Wunderbar. Wir gleich 120. Oh, 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 oh. Uhr 26 sollen wir da sein. Haben jetzt noch eine 4 Kilometer Strecke, 4,5 Kilometer zu fahren. Das sollte sich ausgehen. Nächste Station wäre dann Kreuzen und schließlich Bayreuth. Noch sind wir voll im Soll, über eine Minute früher da. Oder fast eine Minute früher. So, hier wird's ziemlich waldig. Kann man das so sagen? Waldig. Heißt das, kann man das so sagen? Waldig? Ich sag das jetzt einfach mal. Ich bin mir da nicht sicher. Waldig oder waldig? Ja, waldig. Ja. Ich denke schon, dass man das so sagen kann. So, da vorne ist schon Schnabelwald. Ziemlich kleiner Bahnhof oder ziemlich kurzer Bahnsteig, wenn ihr das mal so seht. Das wird wieder so eine Sache mit dem Bremsen. So, bitte mal schon mal ein bisschen links langsamer hier.
Gehen wir mal vorsichtshalber auf 80. Ich habe gerade irgendwie sowas gelesen, wo ich mir nicht ganz sicher bin. Seht ihr? Seht ihr es? Gut, dass ich das gemacht habe. Sonst wäre das nämlich wieder direkt in die Buchse gegangen. So, damit wären wir dann auch schon in Schnabelwald. Ich habe am Anfang wirklich Schnabelwald gelesen. Verzeiht mir bitte. So, wieder leicht den Bahnsteig verfehlt, aber ich lerne das noch mit den Bremsen. Versprochen. So, damit wären wir in Schnabelwald mit unserem RE30. Der Zug wird ja auch Regoschwinger genannt. 612, 598. So. Wir lösen die Bremsen. Und schalten langsam auf. Nächste Station, Kreuzen. In 5 Kilometer. Sehr schön. So, ist jetzt auch nicht mal allzu weit. Hat er Gott sei Dank nicht registriert, dass wir zu schnell waren. Jetzt verteufelt stark bergab, da muss man mal ein bisschen dagegen anbremsen. Damit man hier nicht zu schnell wird und da unten kommt schon Kreuzen. Da kann man ja schon fast auf der Bremse draufbleiben. Also wenn man hier nicht bremsen würde, man wird ja derart durch den Bahnhof sausen. Wahnsinn. Ist ja lebensgefährlich. Aber wahrscheinlich ging das gar nicht anders, als den Bahnhof an so einem Hang zu bauen. Das ist ja irre. Also aufschalten brauchen wir gar nicht mehr. Braucht hier nur noch bremsen. Pünktlich sind wir auf jeden Fall noch.
denke, das wird auch so bleiben. Es ist noch fast eine ganze Minute Zeit. Loslassen die Bremse, sonst wären wir zu langsam. Ist immer so eine Sache mit dem Bremsen, das ist wirklich Fingerspitzengefühl. Der Bahnsteig ist schön lang, schön extra lang. Das passt diesmal auf jeden Fall, dass ich komplett drin stehe, nicht rausgucke. Wunderbar, traumhaft. Sehr, sehr schön. So, damit wären wir in Kreuzen mit unserer Baureihe 612. Und kann euch das ja mal so ein bisschen von oben zeigen. Obwohl, naja, viel zu sehen gibt es hier jetzt auch nicht. Also es ist schon eine ganz andere Perspektive, wenn man mal so von so weit oben guckt. Dann seht ihr, dass hier viel, viel Grün ist. Sehr viel Natur. Wahnsinn. Es ist wirklich nur grün, kaum bebaut. Also es ist ja nur Wald. Es sind ein paar Häuschen da, aber sonst ist hier gar nichts. So, gehen wir mal wieder langsam wieder runter. Ja, ihr seht es, ein paar Bauernhäuschen, da ein bisschen mehr, so ein bisschen klein, ein bisschen Stadt oder was das sein soll. Aber sonst ist hier nur grün und viel, viel Vogelgezwitscher und so weiter. Ein richtig schönes Stückchen Natur, wie es ihn leider viel zu selten noch in unserem Planeten gibt. Besonders in Industriestädten und in Großstädten. Muss ich ehrlich sagen, ist das hier so zu sehen und das zu hören, so die Vögel und so, wirklich sehr, sehr beruhigend. Muss ich ehrlich sagen. Ich muss doch ganz ehrlich sagen, ich freue mich tierisch auf den Frühling. Wenn die Vögel wieder zurückkommen, man morgens aufwacht mit dem Vogelgezwitscher. Ich weiß nicht, ich habe das einfach gerne. Wunderschön. So, wir lösen die Bremse. Und dann schalten wir ganz langsam auf. Zu unserem letzten Haltepunkt. Bayreuth. So, drücken hier wieder sämtliche Tasten, wir nichts verpassen. So. Und dann schauen wir uns das mal so ein bisschen so von oben an, würde ich sagen. Bin immer mal wieder Enter für die SIFA. BZB. Und dann klettern wir hinein, würde ich sagen, oder? Zack, will die SIFA was von uns. Sobald wir einsteigen, ist die SIFA Aufmerksamkeit, kann sie bekommen. Und wir fahren die letzten 12 Kilometer dieses Szenarios. Vielleicht werden wir das doch noch mit 1000 Punkte abschließen. Schauen wir mal. Aber wahrscheinlich, nee, da müssen wir ja schon über 200 Punkte kriegen. 227 Punkte.
223, Entschuldigung, so. Da geht's wieder gut bergab. Da vorne ist 90. Den Weiher graben. Durchfahren wir gleich. Geht schon mal runter auf 90. Durchfahren wir Weihgraben. Das sind alles Orte, die ich noch nie gehört habe. So, 10:42, 40 sollen wir in Bayreuth sein. Stand jetzt sind wir 10:41:07 da. Das heißt, wir sind noch voll im Rennen, aber wir haben auch noch 8,5 Kilometer zu fahren. Also Fingerspitzengefühl. Ich lasse es. Ich lasse es einfach. Besser ist. Wahnsinn, was wir an Geschwindigkeit zunehmen hier, wenn ich die Bremse loslasse. Unnormal. Boah, Wahnsinn. Lass mal einfach die Schwerkraft wirken. So, dann sind es noch 6 Kilometer bis Bayreuth. Muss hier wirklich so ein bisschen mit der Leistung und mit der Bremse spielen, weil sonst ist man da ruckzuck drüber. Mein Gott, was ist denn heute los? Berg- und Talfahrt. Gleich geschafft. Die Frage ist, werden wir es pünktlich schaffen? Was sagt ihr? Geht wieder so drum. Es geht wieder so drum. So, 2,5 Kilometer noch.
So, wir müssen auf 80, 85, auf unter 85. Und zwar schleunigst. Besten ist, wir werden noch ein bisschen langsamer. Wir uns befreien. Sehr gut. Mal lieber unter 45. So, dann wären wir in Bayreuth. Pünktlich, Wahnsinn. Wahnsinn! Willkommen in Bayreuth Hauptbahnhof. Ist das überhaupt Hauptbahnhof oder nur Bayreuth Bahnhof? Sagen wir mal Bayreuth Bahnhof. Ich vermag jetzt nicht zu sagen, dass das ein Hauptbahnhof ist. So, da wären wir. Ich würde sagen, damit wir uns mal ein bisschen besser unterhalten können, machen wir erstmal hier die Motoren aus. So. Dann gehen wir nach draußen. Und schauen uns hier noch ein wenig um in Bayreuth. Ist jetzt auch nichts, wer weiß, wie spektakuläres. Aber ja, das ist er halt, der Bahnhof. Jeder, der hier wohnt, kann ja mal sagen, ob das wirklich hier so aussieht. Ich weiß es nicht, ich war noch nie in Bayreuth, von daher kann ich da nichts zu sagen. Was ich auf jeden Fall sagen kann, das war's mit diesem Szenario und diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann macht wie immer gar nichts. Habt noch ein schönes Wochenende, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund, passt auf euch auf, bleibt mir treu vor allem. Für alle, die neu auf meinem Kanal sind, Glocke aktivieren, Abo nicht vergessen. Nur so verpasst ihr nichts Neues von mir. Meine Kanalmitgliedschaft bietet sich auch noch an. Damit unterstützt ihr mich ganz massiv. Und ja, was soll ich noch sagen? Gut gemacht, Lokführer. Wir sind pünktlich angekommen und haben dafür gesorgt, dass die Fahrgäste ihre Anschlüsse rechtzeitig erreichen. Ja, das hört sich doch gut an. Wir haben zwar keine 1000 Punkte erreicht, aber ja, lassen wir das mal so. Ich finde, wir haben es doch noch einigermaßen pünktlich und erfolgreich geschafft. Das war's mit dem ersten Szenario aus dem neuen DLC. Pegnitztalbahn Nürnberg-Bayreuth mit der Baureihe 612 für den TSC. Ihr hört mich in einem der nächsten Videos wieder. Wäre schön, wenn ihr wieder mit dabei sein könntet. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Euer, der Danny Spieters. Haut rein. Bye, bye.